Jetzt, ja. Ah, okay. Falsche Mikro. Okay, danke Sabine für den Hinweis. Ja, wir waren einige Tage weg. Ein paar Sachen mussten wir verschieben. Tolle Leute für euch kennengelernt. Es wäre natürlich gut, wenn andere Leute die Sendungen machen würden. Aber es kommt noch. Hi Markus, ich grüße dich. Schön, dass du immer da bist. Auch wenn wir unterwegs sind, bist du da. Ich danke dir. Das fühle ich einfach auch richtig. Manchmal kann ich einfach auch nicht immer wertschätzen, unsere Freunde, dass ihr wisst, dass natürlich, dass es nicht Absicht ist, sondern in meinem Tun kann ich das einfach oft, komme ich einfach oft nicht dazu. Aber die Freude in mir und meine Präsenz, tägliche, fast tägliche, wenn wir können, für uns alle denke ich, dass es, ja, dass es Wertschätzung ist. Okay. Okay, wie gesagt, wir haben jeden Abend, auch die nächste Zeit, fast jeden Abend stellen wir einen Mensch vor, den ihr nicht kennt, den wir nicht kennen. Ich mache einfach Telefoninterview, ich könnte die einfach auch über Livecam schalten. Aber eben schaffe ich tagsüber einfach auch nicht. Und freue mich schon auf die Stimme, auf die neue Erfahrung im Bereich Familiensystemen. Und ich darf einfach nochmal daran erinnern, heute durch Anruf einfach mit Undine haben wir einfach die Familienkonferenz hier um einen Tag, also nicht 29. bis 30., sondern 28. bis 30. von Sonntag bis Dienstag. Also 28. September bis 30. August, sorry, hier stimmt was nicht. Naja, okay. Sabine, Hilfe, bitte ändere das. Okay, dann rufe ich jetzt die Andrea Hoffmann an. Ich überprüfe einfach auch nicht die Termine. Ich hoffe, dass das alles stimmt. Mal schauen. So, macht euch bereit auf einen wunderbaren Mensch. Ich kann das Bild blende ich einfach auch ein, gleich. So, Andrea, melde dich. Ich habe hier keine andere Nummer.
Okay. Sorry. Ach so, ist die andere Telefonnummer. Okay. Dankeschön. Hallo Andreas, Jeet, darf ich laut stellen? Okay, ich grüße dich. So, mal gucken, ob alles Audio ist okay. Mache ich ein bisschen leiser. Kannst du auch mich sehen, oder? Nee, ich bin jetzt gar nicht am Computer. Ich Okay. dachte, ich konzentriere mich jetzt einfach aufs Telefon. Okay, das ist auch gut. Okay, dann eben einfach auch zur Info, wir haben eine Reihe von Erfahrungen mit Kinder- und Jugendkongress gemacht und das war wunderschön und darauf sind wir einfach auf das Familienthema gekommen und wir forschen das einfach auch in diesem Sinne, es sind einfach ganz viele Freunde in Europa. Und was mich einfach natürlich sehr freut, ist immer andere Menschen kennenzulernen, denn ich weiß einfach, was Reichtum ist, indem ich einfach auch andere Sichtweisen. Für uns sind natürlich nicht Konkurrenz, sondern absolutes Reichtum. Ne? Und deswegen freue ich mich, dass ich dich einfach auch vorstellen kann. Ich blende ein Bild von dir ein. Es ist für dich okay? Okay, gut. Okay. Magst du vielleicht ein bisschen über dich erstmal sagen? Über mich, Ja. über meine Arbeit oder über Genau, ja. Also ich mache die Arbeit jetzt seit 9 Jahren. Davor, also zuerst war ich Krankenschwester, dann war ich Architektin und jetzt war ich das. Und ich mache, es hat sich jetzt so ergeben, ich habe eigentlich mit Psychokinesiologie angefangen Ja. und mache die letzten Jahre zunehmend Familienstellen. Also so, zurzeit mache ich wirklich hauptsächlich Familienstellen an. Aha. Und finde es auch sehr spannend, wobei ich jetzt nicht Familienstellen nur mit der Familie mache, sondern eigentlich alles aufstelle. Ich stelle auch Krankheiten auf oder sowas. Aber natürlich geht es bei den allermeisten geht es wirklich um Familie, also um den Bezug dann von der Person, die da ist, zu den Eltern oder den Geschwistern. Aber so die Eltern sind eigentlich schon so der Hauptbrennpunkt. Also insofern habe ich sehr viel mit Familie zu tun auch. Das heißt eben so wie einfach Dietrich Klingert alles einfach auch integriert. Ich war natürlich oft in Seattle einfach auch in sein Büro und so, ne? Und in Kerzarten und er lädt einfach immer andere Organisationen einfach dabei zu sein und er hat das einfach auch empfohlen, einfach all diese ergänzende Sachen einfach auch mitzuentwickeln. Ne? Schön. Und okay. Und das heißt von Muskeltest, von Kinesiologie, von Psychokinesiologie hast du einfach gesehen, dass es eine Verbindung gibt, einfach auch zwischen Familie, Organe, Emotionen und Ja, ja. da geht es ja praktisch bei der Psychokinesiologie, geht es ja darum, dass man im ersten Teil der Sitzung die auslösende oder eine der auslösenden Blockaden findet und im zweiten Teil dann die Blockade löst mit EMDR. Da ist ja diese Augenbewegungsmethode ist ja mit integriert bei Psychokinesiologie. Und da ist dann auch, also ich komme immer aufs Gleiche, und da ist natürlich auch einfach bei ganz vielen Leuten, dass eben die Ursachen von ihren Problemen mit der Familie zu tun haben. Also das ist da der Familienschnittpunkt. Und was ich auch sehr interessant finde, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr jetzt dazu auch schon was gearbeitet habt, aber bei der Psychokinesiologie testet man ja auch nach
Thema, wo die Sachen herkommen, nach übernommenen oder eigenen Gefühlen, also ob man die aus dem eigenen Erleben hat oder übernommen als Kind. Und das hat mich doch sehr überrascht, muss ich sagen, über die Jahre, also so nach meinen Testen bei den Leuten, die zu mir kommen, sind das wirklich ungefähr die Hälfte der Gefühle sind übernommen von den Eltern, von dem Elternteil, und nur die Hälfte sind durch eigene Erlebnisse. Das fand ich doch auch sehr interessant. Ah, das ist sehr interessant, ja. Ja, also das, dass man sehen kann, wie wirklich wichtig es ist, wo man herkommt und was da passiert ist in der Kindheit, und dass es eben sehr viel mit den Eltern zu tun hat. Ja, das kriegt man immer wieder. Ne? Immer kommt wieder, nach 30 Jahren Therapie, kommt immer wieder Papa und Mama. Ne? Ja. Und sogar, also ich hatte mal einen Klienten, das ist das extremste Beispiel, es ist jetzt auch nur bei dem einen so extrem passiert, aber ich finde, trotzdem ist er dafür ein gutes Beispiel. Der kam und hat gesagt, erzählen Sie mir nicht, dass meine Eltern was falsch gemacht haben, sonst gehe ich gleich wieder zur Tür raus. Ich sage, okay. Er sagt erstmal gar nichts, wir gucken einfach. Und dann haben wir eben Psychokinesiologie gemacht, und der war für ungefähr ein Dutzend Sitzungen da. Und es war wirklich bei dem so, tatsächlich, alle Gefühle waren übernommene Gefühle, weil dann eben die Mutter, also von ihm, deren Vater war Alkoholiker, und das sind Sachen passiert. Und tatsächlich kam bei ihm nichts raus, was sozusagen die Eltern falsch gemacht haben mit ihm. Die haben sich nicht falsch verhalten, aber das, was bei ihnen noch mit drin hing, hat sich auch auf ihn übertragen. Das finde ich schon auch sehr interessant. Also nicht nur diese Sache, die Eltern kommen hoch, wenn man mit denen sozusagen schlechte Erlebnisse hatte, sondern dass es auch noch Zusammenhänge gibt, die jenseits von vom Agieren sind und von direkten Gefühlen. Das finde ich auch sehr interessant. Und wie gehst du dann, übernommene Gefühle, wie gehst du damit um in der Bewertung? Bewertest du das oder? Nee, ich bewerte eigentlich gar nichts sowieso. Okay. Aber das Interessante, das finde ich eben auch das Interessante ist, ich meine, das hat ja Klinghardt auch so entwickelt, das ist nicht meine persönliche Idee, dass die genauso aufgelöst werden wie die Selbstentwickelten. Also man macht genauso das EMDR wie bei den anderen, und dann löst sich es genauso auf. Also es ist praktisch für das eigene Gefühlte von dem Menschen selber, der dann ein Problem hat hinterher, ist es eigentlich egal, ob er das Gefühl selber entwickelt hat über ein eigenes Erlebnis oder ob er es übernommen hat. Das ist einfach in ihm drin, zum Beispiel die Wut oder die Traurigkeit. Und die kann man dann auch genauso in ihm auflösen, wie man die anderen auch auflöst. Also das fand ich schon, hat mich sehr überrascht. Ja, der ist wirklich, Dietrich ist ein guter Freund von mir, ne? Also wir hören uns ab und zu, auch wenn wir nichts mehr zusammen machen. Auflösen, was bedeutet auflösen? Auflösen bedeutet jetzt im Zusammenhang mit Psychokinesiologie, ist es dann praktisch der Teil von der Psychokinesiologie, wo man EMDR macht, zusammen noch mit diesen Farbbrillen. Und das ist dann also praktisch die Blockade, die so ein Knoten macht im Gehirn, sage ich mal, dass man diesen Knoten zurückschrumpft. Das ist ja auch dieser Name EMDR. Ich sag jetzt, ich hoffe, dass die Leute auch einigermaßen irgendwie mit dem Englisch klarkommen. Die heißt ja EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und das bedeutet, dieses Desensitization bedeutet, der Knoten, der durch ein Trauma kommt, der wird praktisch Desensitization, also zurückgeschrumpft, und Reprocessing bedeutet, durch diese Zurückschrumpfung von der Blockade kann im Gehirn ein Prozess, der gestoppt hat, ein Verarbeitungsprozess, der gestoppt hat beim Trauma, der bei der normalen Wahrnehmung weitergeht, der stoppt beim Trauma, und wenn dieser Knoten zurückgeschrumpft ist, kann dieser Prozess einfach weitergehen wie bei der normalen Wahrnehmung, und dann hat der Mensch eben, dann ist das Trauma weg, sozusagen. Das bedeutet Auflösung im Zusammenhang jetzt mit Psychokinesiologie. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein Elternteil einfach eine Wut, ne, so wie du es benannt hast, oder ein Ärger, ne, einfach unterdrückt hat. Das heißt, dieses Gefühl wird übernommen. Ne?
Ja, also nicht immer übernommen. Da kommt, also was dann genau die Übernahme ist, frage ich jetzt nicht in jedem Punkt, aber es kann ja sein zum Beispiel, dass der Elternteil jetzt Ärger und Wut hat und der Elternteil hat drei Kinder und ich würde sagen, nicht alle drei übernehmen das unbedingt. Das Kind, was entscheidet, ne, aus Mitgefühl, ne? Ja, nehme ich an, ne? Genau. Und was geschieht dann, weil ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass ein Ärgerenergie ist auch eine, was weiß ich, eine ungelebte Kreativität zum Beispiel oder eine ungelebte Beziehungskompetenz oder Liebe. Ja. Ne? Ja. Was geschieht dann? Wir nennen das, oder Samin Kühner-Salomon, die werde ich auch demnächst einfach auch interviewen, die nennt es einfach Erbschaften, dass alles, was die Blockaden, die wir übernommen haben, auch eine Kehrseite haben. Begleitest du die Leute auch in die Kehrseite oder ist es dann abgeschlossen mit den Auflösungen? Das kommt immer drauf an. Also bei manchen Leuten läuft das ja sehr, sehr viel unbewusst ab, dass sie das gar nicht so mitkriegen. Ich sage denen, das und das hat jetzt getestet, aber die fühlen das selber nicht. Und bei anderen, die fühlen das richtig. Also sie fühlen, oh, jetzt geht es um meine Mutter und um Wut. Mhm. Und dann ist es entsprechend, also wenn da noch was ist, was da sozusagen begleitet werden will, also wenn die sich nicht wohlfühlen und sagen, ah, da hängt es noch, dann mache ich das. Aber eigentlich größtenteils geht das mit der Augenbewegung eigentlich von alleine, wird das dann so zu Ende entwickelt sozusagen. Okay, das heißt, es gibt keine zum Beispiel, dass es, oh, es ist aufgelöst, jetzt bekomme ich eine neue Kraft und das geht in die Richtung zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Es ist die gleiche Kraft, was die Mutter, wenn zum Beispiel eine Hassenergie ist, eine nicht gelebte Liebe, wenn man sich nicht traut, für Jahrzehnte, diese Liebe wird zu Hass, ne? Ich möchte dich lieben, aber ich kann es nicht. Ja. Wenn die aufgelöst ist, bekommt das Kind einfach auch diese nicht gelebte Liebe als Erbschaft oder findet andere Wege? Also so wie ich das sehe, kommt es dann automatisch sozusagen. Das ist ja auch das, was bei der Psychokinesiologie irgendwie so interessant ist und auch immer wieder so überrascht. Also das, was halt bei anderen Methoden mit der Familienstellen ja alles viel bewusster abläuft und auch teilweise wirklich sehr hart errungen werden muss. Das ist bei der Kinesiologie da eben in den Augenblicken aufgelöst und die alle, also nicht alle, aber die allermeisten Leute sind hinterher auch sehr müde, so, und merken, also dass es im Unbewussten viel mehr Arbeit war, als ihnen bewusst war und ruhen sich danach erstmal aus oder gehen schlafen, 12 Stunden oder solche Sachen und dann die nächsten Tage merken sie, dass diese andere Energie dann kommt. Und das ist schon ziemlich dann sozusagen nach dieser Auflösung entwickelt die sich so von alleine, dass sie dann eben Kraft kriegen und auch Dinge tun können, die sie vorher nicht konnten zum Beispiel. Mhm. Ohne dass das bewusst nochmal begleitet wurde. Ja. Okay, viele Leute fragen sich, ja okay, aber wie macht sie das? Ne? Und ich sehe einfach, dass du von einer Seite Werkzeug hast, was natürlich ein Werkzeug, der besonders gut wirkt, so wie du es einfach mit der offenen Wahrnehmung einfach auch nennst. Ne? Ja. Das heißt, es ist nicht nur, dass du Instrumente oder Gelerntes, sondern setzt du einfach dein Mitgefühl, deine Liebe, dein Sehen, dein Wahrnehmen mit ein. Ne? Ja. Und was meinst du eben mit dieser offenen Wahrnehmung? Ja, das mache ich bei Leuten, die selber halt auch relativ gut wahrnehmen, also weil ich ja nicht mit den Leuten zusammenarbeite. Also die Psychokinesiologie ist praktisch die Methode, wo ich am meisten mache und die Leute am wenigsten. Und von den Sachen, die ich mache, ist das mit der offenen Wahrnehmung, das, wo ich eigentlich versuche, so wenig wie möglich zu machen und die Leute so viel wie möglich. Das heißt, wenn jetzt eine Person ist, die selber gar nichts wahrnimmt, dann kann ich das mit der zusammen nicht machen. Mhm. Aber ich habe halt viele Leute, die sehr sensibel sind und gut wahrnehmen und dann kommen die halt mit einem Problem und dann gucken wir da zusammen hin, sozusagen. Also die haben ja ihr Problem bewusst, wenigstens, also vielleicht nicht die Ursache, aber sie kommen und sagen, das und das läuft nicht gut, ich weiß nicht wieso, aber das läuft nicht gut, dann ist ja schon mal der Teil bewusst und dann versuche ich halt mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Intuition so ein
konkret zu sehen und mit denen zusammen zu gucken und dann immer, also entweder die sehen teilweise selber auch schon was oder wenn sie nichts sehen, sage ich, ah, guck mal in die Richtung, guck mal dahin, spürst du da was, siehst du was, wenn ja, was. Und wenn sie dann was sehen, dann, also wenn immer wenn sie stocken sozusagen, dann versuche ich, den wieder so ein bisschen anzuschubsen, sodass es weitergeht, aber dass so weit wie möglich sie den Weg gehen und der Weg ist, dass sie sich eben an dem, was sie bewusst haben, entlanghangeln zu dem Bereich, wo die Ursache ist, die jetzt aber am Anfang noch unbewusst war, dass sie sozusagen Schritt für Schritt die Dinge aus dem Unbewussten hochholen und am Ende von dieser, von diesem Seil, sage ich mal, von dem Weg, ist dann die Ursache. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass es ja schon reicht, wenn die Ursache bewusst ist, aber oft ist es dann so die Ursache, dass man die eben, dass die Leute bewusst wahrnehmen und annehmen und teilweise auch noch was damit tun. Also dass es zum Beispiel vorher so eine Lähmung gab und dass sie aus der Lähmung dann rausgehen und plötzlich merken, ah ja, das ist die Ursache und da kann ich jetzt direkt was dran ändern und dann kann ich direkt mein Problem lösen. Mhm. Und vorher konnten sie es nicht lösen, weil sie ja den Schalter nicht gefunden haben, sozusagen, wo sie es umschalten können. Okay, jetzt verstehe ich. Mit offener Wahrnehmung hatte ich gedacht, dass du in die Wahrnehmung gehst. Wunderbar. Es ist ja, praktisch. Ich auch, aber ich versuche eben so viel wie möglich, dass die Leute da auch mitgehen. Das ist praktisch die Gesundheitsreform, ne? Was du machst. Ne? Ja. Könnte man 500 Milliarden Euro sparen im Jahr. Ja, ne? Mhm. Und alle Leute werden viel gesünder. Ja, und glücklich, ne? Ja. Ja, aber dafür müssen die Leute auch selber viel mehr Verantwortung übernehmen. Das ja. Auch nicht alle. Wie viel Prozent glaubst du, dass die Leute bereit wären, mit dieser offenen Wahrnehmung zu arbeiten, nach deiner Erfahrung? Also bereit heißt, dass sie es wirklich wollen oder dass sie die Fähigkeit haben, die Wahrnehmungsfähigkeit? Oh je. Ich kann auch zwei Zahlen sagen, ich überlege mal. Ja. Also ich glaube, fähig, wenn sie ein bisschen, wenn sie wollen würden, würde ich sagen, fähig wären schon weit über die Hälfte. Aha. 80%. Ja, könnten ja. Gucken. Und vor allem, wenn sie am Anfang vielleicht nicht so viel sehen, ist ja auch so ein bisschen eine Übungssache. Also ich gebe Leuten auch, die wollen und eigentlich wollen auch immer alle, immer Hausaufgaben mit und so kleine Aufgaben, wo sie im Alltag ihre Wahrnehmung üben können. So. Individuell? Ja, schön. Allein zu Hause. So, also ganz leichte Sachen, die aber dann, wenn man sie ernst nimmt, doch wirklich auch tief was verändern, also in der Wahrnehmung und in dem, wie sie halt mit ihrem eigenen Leben umgehen, in der Eigenverantwortlichkeit. So. Mhm. Und also da will ich schon sagen, wenn die wirklich 70-80%, aber die es dann wirklich wollen, das sind noch einige weniger, das sind keine 50, das ist vielleicht extrem optimistisch geschätzt 20, aber das glaube ich nicht mal wirklich. Mhm. Also ich denke, es sind schon noch einiges unter 10%, die wirklich bereit sind, sich diese Sachen anzugucken, die ja auch oft wirklich, wirklich unangenehm sind. Das ist ja nicht alles dann so schön. Also am Ende ist es dann meistens schön, aber der Weg ist einfach oft schwierig. Ja. Das, was du sagst, ist einfach schon sehr, ich nenne es evolutionär, weil wenn du sagst, so eine hohe Prozent der Menschen sind bereit, in die Eigenverantwortung zu gehen, dann, ja. Sie sind fähig. Und fähig, ja. Bereit sind wenig. Fähig, ja, okay. Ja. Dann, ich denke, wenn man auf den Geschmack kommt, dass wenn man die Nachbar guckt oder den Partner, was ist da geschehen, ne? Dann ist es schon ansteckend, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe früher gedacht, das wäre ansteckend. Also die letzten 10 Jahre habe ich gemerkt, es ist nicht so ansteckend, weil einfach die Arbeit hat man halt selber. Und es ist ja auch nicht nur die Arbeit, das ändert ja das Ganze. Also alle Leute, die sowas machen, wissen, das ändert das ganze Leben. Mhm, man ändert sein ganzes Leben, man kann nicht mehr so oder will einfach auch nicht mehr so stromlinienförmig sich anpassen. Mhm. Und das hat Konsequenzen, ja. Und die wollen viele nicht haben. Ja. Ich habe auch 20 Jahre lang Intuition unterrichtet, ne? Mhm. Habe ich immer an Dienstag bin ich in Berlin mit so einem Workshop, ne? Mhm.
Nachmittag. Und die meisten, wow, interessant, toll, dass du mir gesagt hast, was ich kann. Ich komme zum nächsten Seminar und möchte ich noch eine Kompetenz wissen. Okay, hier sind ganz viele Grüße hier im Netz, die lese ich danach. Markus, Haselmaus, Melanie, Sabine, Aliasira, Medi, Gosia, Sabine. Sehr sympathisch und schön, was du sagst, schreibt Sabine. Dankeschön. Ja, finde ich auch toll. Also ich finde es schon wichtig, dass wir, wenn es geht, auch über dieses Medium einfach auch zusammenarbeiten. Ne? Wir sind Ende August, haben wir eine Familienkonferenz in einem Schloss in der Nähe von Berlin. Ne? So sind viele Leute, die kommen. Schicke ich dir dann einen Link, wäre natürlich toll. Gerne. Weil wir organisieren die Sachen so, dass es erstmal ein Fest auch für uns ist. Ne? Mhm. Ja. Okay, also es ist wirklich, du bittest dann, also zu dir, ist noch nicht klar, du gehst auch mit deiner Wahrnehmung, wenn du arbeitest, ne? Ja, immer, ich bin immer dabei. Also okay. Es ist nur so, dass ich eigentlich versuche, also mein Ideal, dass ich strebe sozusagen, ich werde da wahrscheinlich nie reinkommen, aber mein Ideal ist, dass ich praktisch eigentlich fast gar nichts mehr mache und die Leute fast alles alleine können, dadurch, dass ich ihnen so eine kleine Hilfestellung gebe. Aber diese nichts machen ist das Schwierigste in der Welt. Ne? Ja, ich übe. Aber ich finde, ich bin ja schon ein paar Schritte weiter gekommen in den letzten 9 Jahren. Ja, schön. Nicht schlecht. Ja, und ich bin einfach selber persönlich auch so ein Fan von selbstständig sein. Ich bin einfach auch selber gerne selbstständig. Mhm. Und ich sehe das für mich auch so ein bisschen, wenn Leute zu mir kommen, auch wenn sie jetzt nur zu einer Sitzung kommen und eigentlich um ihr Problem zu lösen, ist für mich eigentlich immer, dass ich ihnen wie so eine kleine Schulung gebe, dass sie dann dadurch, also ich sage dann zu den Leuten auch, dass es für mich so allgemein ein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, manchmal kann man sich halt selber nicht lesen. Man schickt sich aus dem Unbewussten wie eine Sprache, man versteht aber nur Chinesisch. So. Und ich versuche den Leuten zu helfen, sich selber lesen zu lernen. Und wenn sie mit mir so ein bisschen üben, dann können sie manchmal kleine Sätze auch schon alleine lesen, ohne mich. Und am Ende brauchen sie mich gar nicht mehr. Das würde ich am schönsten finden eigentlich. Aber natürlich, ab und zu braucht man ja immer jemanden für so besondere, besonders knifflige Fälle. Aber das ist so, wie ich arbeite. Also ich möchte nicht gerne Abhängigkeiten schaffen oder so. Ja, weil man ist auch selbst abhängig, ne, wenn man. Ja. Aber jetzt eine Frage, nehmen wir vor, jetzt, das entwickelt sich, viele Leute sehen, dass viel Lebensfreude und Kunst einfach auch drin ist. Ja. Und Selbstverantwortung, viele Leute gesagt, oh, ich kann auch vieles selber machen. Und du würdest jetzt 1000 Anfragen bekommen. Ja. Was würdest du machen? Nee, ich würde keine 1000 machen. Also ich habe auch einen hohen Qualitätsanspruch in meiner Arbeit und den kann ich ab einer gewissen Qualität nicht mehr leisten. Was würdest du machen? Das ist eine Provokation. Wenn ich 1000 Anfragen hätte für einen Monat, sowas, ja, dann würde ich, ich würde mir, glaube ich, irgendwelche Gruppenthemen überlegen, wo mehrere Leute zuhören können. Also ich habe auch in der Vergangenheit da schon oft drüber nachgedacht, aber mein Problem ist, dass ich denke, ich finde, also für mich ist sehr wichtig, dass ich individuell arbeite und direkt bei der Person bin. Aha, okay. Und ich würde auf jeden Fall ganz bestimmt keine 40 Sitzungen pro Woche machen. Aha. Also dann gibt ja doch andere gute Leute. Okay, würdest du weitergeben, ne? Ja, okay. Ja. Gut. Jetzt, du bietest auch Seminare. Ja. Kannst nicht zu Seminare kommen? Kann ich was? Können die Leute nicht zu Seminare kommen? Ja, aber... Ja. Die Frage einfach, ne? Ja, ich meine natürlich, wenn sie zum Beispiel zu so einem Familienstellenseminar kommen, es ist halt für die Leute auch dann einfach aufwendiger, wenn sie jetzt sagen, sie wollen jetzt nur eine Sitzung haben, die 2 Stunden dauert bei mir und die entsprechende Summe Geld zahlt. Bei dem Seminar, da müssen sie sich halt gleich ein Wochenende Zeit nehmen und auch noch entsprechend Geld. Das können sich auch nicht alle
leisten. Mhm. Also ich finde es auch einen wichtigen Punkt, dass ich so arbeite, dass die Leute, dass nicht nur die Reichen sich irgendwie Gesundheit leisten können und Bewusstsein, sondern dass es auch bezahlbar ist für alle, die das wollen. Aber die können das dann weitergehen. Ich denke, für jeder Lehrer, ja, der das lernt, oder jeder Arzt oder jeder, der im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich und Kulturbereich, dass es für die interessant ist, da haben sie mehr Kraft zur Verfügung. Und, ja, von mir aus können sie gerne kommen. Okay. Ich frage ja einfach. Ich gehe sehr gerne Seminare, ich liebe Seminare geben. Mir macht das großen Spaß. Ich finde das ganz toll. Wenn da eben so mehrere Leute sind, das befruchtet sich ja auch alles gegenseitig. Also dann, die lernen ja auch nicht nur von mir, sondern auch gegenseitig voneinander. Und ich lerne ja auch immer, ich lerne ja auch jeden Tag, jede Minute. Ich lerne auch von anderen Leuten natürlich. Ja. Mit allem, was passiert. Was ich sage, wer nicht lernt beim Lehren, lernt nie beim Lernen. Beim Lernen. Da muss ich nur 5 Minuten drüber nachdenken. Also wer beim Lehren nicht lernt, der kann auch nicht lehren. Genau, irgend sowas. Ja, das glaube ich total. Ja. Ich lerne. Sag mal, inneres Kind, das haben wir irgendwie schon angesprochen, kurz, aber magst du noch was sagen? Noch was zu dem inneren Kind sagen? Ja. Ja, also ich kann ja noch einfach mal allgemein sagen, mit den Methoden, die ich mache, das sind alles die Methoden, die mir selber auch geholfen haben. Also ich bin dazu gekommen, weil es mir halt auch selber sehr schlecht ging und ich sehr krank war. Und die Sachen, die mir nicht geholfen haben, ich sag nicht, dass es schlechte Methoden sind, aber die mache ich halt nicht. So einfach ist es. Und das mit dem inneren Kind hat mir sehr geholfen. Und also ich habe bei meinen Klienten, es ist sehr unterschiedlich, also überhaupt mit den Methoden. Manche Methoden passen zu manchen Leuten irgendwie, die können da nicht so viel mit anfangen. Also das ist auch so ein bisschen, gar nicht, dass die Methode schlecht wäre. Und ich habe schon festgestellt, inneres Kind ist für so eine bestimmte Gruppe von Leuten und für eine andere Gruppe ist es nicht, zu denen passt es irgendwie nicht. Aber zu denen es passt, finde ich, da kann man echt sehr, sehr intensiv Sachen bearbeiten und lösen, also gerade zum Thema Familie, also aus der Kindheit, und kann man da wirklich sich die ganzen Phasen, also je nachdem, wenn man auch einfach nur vielleicht nur eine Phase braucht, oder man kann halt die ganzen Phasen nochmal, also ich das Gefühl habe, da kann man echt nochmal von null bis Erwachsensein nochmal alles so durchkneten, richtig so strukturiert, das ist irgendwie auch ganz schön und geht gar nicht unbedingt an so einzelnen Ereignissen aufgehängt. Und einfach nochmal reingehen, und es ist halt eine Methode, die auch mit viel, viel Weinen und alles nochmal fühlen zu tun hat. Das sind auch nicht alle Leute Fan von. So. Aber ich fand das sehr, sehr hilfreich, und wenn Leute sich dafür öffnen können, hilft es den Leuten auch sehr. Ja. So. Okay, nochmal superklasse Arbeit, sollte sie unterrichten. Die Selbstständigkeit fühlt sich für mich auch so an, aus tolles Wort von Al-Jazeera, überhaupt Selbstständigkeit, zu sich selbst stehen. Und in der verstehst du unter Familie immer die Familie der physischen Geburt und so weiter. Ne? Willst du vielleicht diese Frage, verstehst du unter Familie immer die Familie der physischen Geburt? Oder auch? Was für eine Geburt? Die physische Geburt. Physisch, weiß ich nicht, was es ist. Physisch, also die physische Familie. Sorry. Ich habe kurz das nicht verstanden. Physische Geburt. Ja, wenn ich jetzt Familie sage, würde ich jetzt das mit der physischen Geburt, also dann würde ich da die Kernfamilie oder auch die Großfamilie drunter verstehen. Es gibt natürlich auch noch andere Familien, aber wenn ich einfach, da würde ich dann speziellere Worte mehr ausdenken für die anderen Familien. Wenn ich jetzt einfach nur Familie sage, meine ich das, was man so klassischerweise Familie nennt. Andere würde ich dann zum Beispiel, also ich finde Freundschaften ist auch je nachdem, für manche Leute eine Art Familie, das wäre dann für mich eher dann so die Wahlfamilie, wie man auch an einen anderen Ort ziehen kann und sagt, das ist dann meine Wahlheimat, aber nicht die Blutsheimat sozusagen. Du, bei mir, weißt du, von meiner Seele kommen immer Fragen, ne? Ja. Mir ist jetzt eine Frage gekommen. Und zwar ist, manchmal traue ich mich nicht, weil ich sage, sei still in mir, aber der sagt mir immer wieder, frag das. Bei mir kann ich immer. Und zwar, wie würdest du dein inneres Kind
beschreiben? Oder wie, was sagt dein inneres Kind, was sagt dein inneres Kind der Welt? Weil wir haben diese Kinderkongresse und wir lieben es, wenn das innere Kind spricht. Ne? Okay. Also, vielleicht direkt gerichtet an alle Zuschauer, an alle unsere Mitfanfühler oder Mitfühler. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht sollten die auch einfach auf ihre eigenen inneren Kinder hören und gar nicht jetzt unbedingt jetzt meinen Spruch für sich so adaptieren wollen. Aber bei mir ist es im Moment so, dass ich das Gefühl habe, es gibt auch so von... Jetzt habe ich es vergessen, von dem einen Freud-Schüler, der hat es auch mal gesagt, Jung, glaube ich, und als ich das gelesen habe, habe ich es noch nicht verstanden, aber so die letzten Jahre habe ich auch das Gefühl, dass es, das innere Kind ist ein goldenes Kind. Und es ist wirklich so golden im Sinn von ganz reich, also nicht materiell reich, sondern wirklich ganz reich an Kreativität und an Lebensfreude und an ganz viel Genuss. Also im allerbesten Sinne, so ganz, ganz dick im Leben schwimmen und auch ganz selbstständig. Es tut, was es will und ist so kreativ, dass es ganz mit seiner Intuition immer selbstständig tun kann, was es will. Und dass, wenn es damit geht, klappt auch alles und es ist eben ganz reich dadurch. So, und das ist für mich das innere Kind. Also ich darf, dass dieses... goldenes Kind oder goldene Kinder finde ich sehr schön. Darf ich das Wort einfach auch nutzen für unser nächstes? Ja, gern. Oder vielleicht kommst du in unser nächstes Kinderkongress und hältst einen Vortrag darüber. Ne? Oh, das goldene Kinder. Ja, das ist, ja, das fühlt sich sehr gut. Goldene Kinder, also für mich ist einfach ein neues Wort, was einfach auch verbindet die kleinen Kinder, die Jugendlichen und das innere Kind in einem. Ja, oder? Finde ich auch. Ne? Also für mich ist es auch mit dem Kind, also das mit dem goldenen Kind hat für mich so dieses, ich hatte davor mein Kind als Kind gesehen und habe immer gedacht, was soll ich dann als Erwachsene, wenn ich das mal irgendwann sozusagen erlöst habe, dann kann das gehen. Oder ich habe zwischendurch auch immer wieder gedacht oder gefühlt, ich bin dann so ein Kind. Und dieses goldene Kind ist für mich auch im besten Sinne ganz erwachsen. Also es ist einfach ganz in seiner Kraft. So, darum geht es, glaube ich. Es ist aber auch ganz sensibel und fein wie ein Kind, aber ich kann dann als Erwachsene selbstverantwortlich auch fein sein und kreativ. Also ich bin in dem Moment nicht ein Jahr alt oder so, aber eben so offen, wie eine, im besten Sinne wie eine leere Tafel oder wie bei der Meditation, wie im Zen, wie ein Kind, aber als erwachsene Person. Mhm. Da habe ich oft das Gefühl, das ist so ein Missverständnis mit dem inneren Kind, dass die Leute dann denken, sie müssten sich jetzt verhalten wie so Dreijährige auf dem Spielplatz und dann auch so unselbstständig sein wie ein Kind. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Ja. Diese Offenheit und diese Urkraft, die so ein Kind hat und dieses Urvertrauen. Absolute Intelligenz auch, ne? Ja. Ja, genau diese Intelligenz, die halt mit der Intuition zusammengeht und mit dem Leben, die halt dadurch, dass sie ganz verbunden ist, auch eben diesen, die ganze Welt gehört dem Kind, weil das Kind verbunden ist mit dieser Welt und dadurch, deshalb ist es so reich, einfach weil es angeknüpft ist. Und gefährlich, weil er die Wahrheit sagt, ne? Und lernt einfach Nein zu sagen. Nein, nein, nein. Ja, für die Leute, die nicht gerne Nein hören, ist es gefährlich. Ist gefährlich, ja. Für die anderen ist es schön, dass dann sowas kommt und Nein sagt. Manche freuen sich dann auch, aber viele freuen sich auch nicht. Das ist so richtig. Ja. Okay, also es ist sehr schön mit dir. Wie gesagt, gerne Ende August oder... Anfang September ist eine ganze Woche Familienkonferenz und Wochenende ist, glaube ich, 2., 4. September Kinder- und Jugendkongress. Sehr gerne, wenn du einen Vortrag über goldene Kinder halten würdest. Würde ich sehr gerne machen. Ja, kann ich jetzt schon sagen, würde ich. Oh, schön. Und eben, und das ist einfach, es ist wirklich toll, weil wir haben die Kinder sprechen lassen. Das ist für mich wichtig, dass in Kinder- und Jugendkongresse die Kinder sprechen, so gut wie es ging. Und eine Erwachsene hat das eigene Kind das Wort dann weggenommen. Aber ich möchte einfach diese Mischung, die ganze Erwachsene sind nach 3 Tagen, ich auch, wir sind so weich geworden, das war wunderschön.
Und eben, dass wir diese Integration machen, dass wir jetzt durch goldene Kinder alle Erwachsenen auch eingeladen sind, die offen das innere Kind einfach auch fühlen und darzustellen, ne? Mhm. Oder leben zu lassen. Ne? Ja. Okay. Dann vielen, vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank. Und freue mich, wenn wir uns sehen. Ne? Ja, genau. Du schickst mir dann noch eine E-Mail und dann können wir nochmal sprechen. Okay. Ja, und vielen Dank auch allen, die jetzt zugehört haben. Mhm. Sind alle tolle Freunde. Ne? Willst du noch was sagen? Noch was wichtig? Nö. Okay, gut. Danke. An einen schönen Abend. An alle goldenen danke. Kinder, die jetzt da ja, sind. Ja, genau. Ne? Okay. Gruß an alle goldenen Kinder. Okay, ja. Danke, Andrea. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wow, es lohnt sich einfach auch, hier im Netz nach weitere Leute zu suchen und zu finden, die ergänzend einfach auch mitwirken. Keine Angst vor Vergleich, dass jemand was anderes sagt, methodisch anders arbeitet. Jeder macht einfach, was er kann, was er will und das stimmt. Ne? Für alle, also in den Chat kann jeder schreiben, es sind im Moment ganz viele Leute auch, viele trauen sich nicht, aber falls jemand sich auch, nicht nur unsere Freunde, trauen möchte, der Chat ist einfach auch anonym, blende ich einfach auch ein, praktisch, man kann einfach auch hier unten schreiben, so, und dann auf Say klicken und dann wird man nach einem Nickname gefragt, ne? Den man einfach auch jederzeit einfach auch ändern kann. So, schreibt und ich freue mich einfach auf Grüße, auf ich bin da, auf natürlich nicht Diskussionen, der hat recht oder die hat nicht recht, das sind wir in JTV überhaupt nicht gewohnt, da wir einfach auch jeden einfach auch wertschätzen und unsere Absicht ist einfach auch jeden zu schauen, dass jeder was anderes kann. Eventuell stellen wir eine Frage, was ist für dich besonders wichtig und so lernen wir einfach auch voneinander. Sabine, danke, lieben Dank, Andrea, freuen uns auf dich. Ja, für die Wiederholungen kann ich gerne jetzt einfach auch den Chat einfach auch einblenden. Wow, ich bin echt glücklich. Also goldene Kinder. Wir sind goldene Kinder. In diesem Sinne sind die Kinder, die Jugendlichen und wir sind die goldenen Kinder. Es wäre schön, wenn Elke vielleicht auch hören würde vom unser Drachenschloss, wo einfach unsere Konferenzen und Kongresse einfach auch stattfinden. Ich würde gerne wissen, was sie einfach auch meint dazu. So, was machen wir jetzt? Also wir sind alle goldene, groß oder klein, Kinder. Okay. Wow, es fühlt sich echt gut an. Gut, dass ich rumtelefoniert habe und nach weiteren Referenten einfach auch gefragt habe. So, nochmal für alle Neue, die hier sind, JTV garantiert, dass jeder wertgeschätzt wird. Und wir lernen voneinander. Das ist nicht Sendungen, wo ich informiere, jetzt haben wir ein Interview gemacht, aber die Sendungen, die ich manchmal mache, die sind meistens nicht informativ, sondern interaktiv. Das heißt,
Wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe ein Thema, dann sag es, etwas, was dich interessiert, und ich biete dir 30 bis 500 Menschen, die jeden Tag diese Sendung sehen, dass sie einfach auch mitwirken, mitforschen und auch mitweiseln, mit ihrer Weisheit einfach auch ergänzend dazugeben. Diese Sendung, im Moment habe ich angefangen in Bezug auf Matrix-Familiencode. Da mache ich gerne, forsche ich gerne, schaue ich, male ich für dich deinen Matrix-Familiencode. Danke, Melanie. Male ich gerne deinen Matrix-Familiencode als kurzes so Blitzbild, wo was einfach auch für dein System vielleicht, wo einfach auch Prioritäten sind. Ansonsten könnt ihr einfach auch gerne anrufen. Die Telefonnummer ist unten. Ich kann es einfach auch einblenden. Auch für Organisatorisches. Und nochmal, Dienstag sind wir in Berlin. Danke an alle, die mitgeholfen haben, dass die Veranstaltung und die Live-Sendung und das Seminar, das Miniseminar einfach auch stattfinden wird. Freue ich mich persönlich, die Menschen einfach auch zu spüren und wahrzunehmen. Ich liebe es natürlich auch so, aber persönlich, wenn es geht, ist natürlich schöner. Okay. Und es gibt nichts Schöneres, als einfach auch im Raum zu sein und die Aufmerksamkeit auf die versteckte Schätze, verbotene Schätze, versteckte Schätze oder Talente, die einfach so ein bisschen rausschauen, wollen, wollen nicht, und im Moment, wo sie gesehen werden, dann okay, das ist gesehen worden. Ja, ich kann das und ich möchte das einfach auch der Welt schenken. Ne? Ich möchte dies, mein Talent, wofür meine Seele sich entschieden hat, jetzt mit allen Konsequenzen, Konsequenzen im Sinne, dass ich, so wie Andrea gesagt hat, dass sich dann einiges verändert, anwenden und verschenken. Oder nur ein bisschen kennenlernen, ganz schüchtern. Oder volle Kanne, ich habe nichts zu verlieren. Ja, nochmal, unterwegs haben wir auch tolle Leute interviewt, das muss alles geschnitten werden, das kann ich euch einfach noch nicht zeigen. Aber der eine Mensch habt ihr kennengelernt vorgestern, da sind wir einfach auch zusammen auf Sendung gegangen. Okay, dann mal schauen, ob es... ob jemand geschrieben hat. Ja, in Facebook hat Gosia geschrieben, auch schaut mal verborgene Talente und Kernkompetenzen. Und die haben das so schön geschrieben. Das möchte ich euch zeigen. Also, ihr liebe Freunde und Bekannte, ich freue mich sehr, euch für den kommenden Dienstag einladen zu dürfen. Gerade in der heutigen Zeit des Umbruchs, wo wir mehr denn je gefordert werden, in unserer Wahrheit zu bleiben, wo viele von uns noch nach dem Suchen, was ihnen wirklich Freude bringt, und noch nicht so recht wissen, was sie machen wollen,
Gerade jetzt kommt ein schöner Workshop für alle. Yeah! Für alle, die ihre Kernkompetenzen noch suchen und ihre wahre Bestimmung zu folgen. Also diese Worte sind so schön geschrieben worden. Es berührt mich sehr. Dessert Dr. Jit Liuzzi und die einfühlsame Sabine Liuzzi, siehe JITV, kommen zu uns nach Berlin mit ihren jahrelang erfolgreich erprobten und angewendeten Fähigkeiten, um dich uns zu unterstützen, deine, unsere Intuition und wahre Bestimmung zu folgen. Der Workshop beginnt von 14 bis 18 Uhr und 20 Uhr gehen wir dann live auf Sendung. Wer noch bleiben möchte, bitte vorab Bescheid sagen, da im Tonstudio noch viel Platz, nicht viel Platz ist. Okay. Also der Ort ist mediale Lebenskunst. Wenn ich das zeigen darf, ich denke schon. Und körperorientierte Bewusstseinsarbeit. So ein schönes Bild. Okay. Ja, jetzt was machen wir? Wir sind auch bald ausgebucht. Juhu! Ja, da ist wirklich Herz drin. Aber wirklich. Also wenn man mich etwas berührt, dann zeige ich das nicht so. Ne? Zeige ich nicht so. So, was machen wir jetzt? Ah, Undine nochmal hat die Idee gehabt, dass wir den Familienkongress am 8. einen Tag davor anfangen, Sonntag. Also Sonntag, Montag und Dienstag. Das heißt, melde dich, gib deinen Vortrag, jeder hat was zu sagen. Sonst gebe ich dir gerne einen Titel, wenn du sagst, ich möchte zu Familienkongress als Referent kommen, du brauchst das nur zu entscheiden, dann helfe ich schon und es wird ein schönes Abenteuer. Ich finde schon den Titel raus von der Konferenz, von der Vortrag, den du da halten kannst. Nehmen wir an zum Beispiel, ich gehe jetzt in die Wahrnehmung von euch Mitfühler, wer jetzt geeignet wäre, ne? Familien, also jetzt gleich eine der Familienstellen macht, sowieso. Ja, das was du, ich nehme euch wahr, das was du gefühlt hast, das stimmt, melde dich per E-Mail am besten gleich an als Referent. Wir sind viele Referenten. Oder ruf an, wie du möchtest. So, wer ist noch da? So, da ist noch eine, die mit Kindern arbeitet. Und natürlich deren Familie, nehme ich an, einfach auch betreut. Wenn du mit Kindern arbeitest, lade ich dich einfach ein, da du mit Kindern arbeitest und große Erfahrungen gesammelt hast, als Referentin. Es gibt nur zu gewinnen, bei unser Familienkongress zu kommen, Kinderkongress sowieso, am besten die ganze Woche. Von 28. August bis 4. September, genau. Also, du arbeitest mit Kindern, glaube nicht, dass du nicht einen Vortrag halten könntest, dass du nicht weißt, wie oder was du sagen sollst, melde dich, ich fühle ganz genau, dass du, deine Erfahrung sehr, sehr wertvoll sind, mehr vielleicht wie Leute, die ständig Vorträge halten, wie ich oder so, weil es von dir richtig aus deinem tiefsten Herzen kommt und aus deiner Erfahrung
und aus deiner Liebe und Hingabe zu den Kindern. Du kannst eine Konferenz halten, einen Vortrag halten, als jemand, der aus der Sicht der Kinder das einfach aussieht. Ah, Melanie, aha. Schön. Glaube ich, na, ich hoffe, ich weiß ganz bald Bescheid. Schön. Ja, dann fühle ich weiter, es ist ein Mann, meldet sich. Ein Mann, der in der Bundeswehr was gemacht hat. So, du hast in der Bundeswehr gearbeitet und natürlich die ganzen Jugendlichen, die gekommen sind, die aus ihrem Familienfeld herausgerissen worden sind und du einfach auch verstanden hast oder nicht verstanden hast oder betreut hast oder gelitten hast oder mitgefühlt hast, deine Erfahrung als als Mann in der Bundeswehr, der mit Jugendlichen, die aus der Familie rausgegangen sind, eine Zeit lang, finde ich einfach auch sehr wichtig, weil deine Erfahrungen sind Erfahrungen. Man kann nicht Bücher lesen und nachsagen, wer solche Erfahrungen gemacht hat, ist sehr wichtig, so wie einfach auch die Wohner, die einfach auch im Kinderkongress nur ihre Erfahrungen einfach auch mit der Schule einfach erzählt hat. Ne? So, du arbeitest in der Bundeswehr oder hast gearbeitet, hast viel mit Jugendlichen zu tun und weißt, welche Familien Themen wichtig sind. Die Telefonnummer ist unten eingeblendet. Einfach, das JIT-TV ist unser TV, keine Angst, es ist sowieso, wir sind sowas von stinknormal. Und wir freuen uns auf jeden Kontakt. Aufregung ist okay, ich bin auch immer aufgeregt oder unsicher, das ist normal. Ruf einfach auch an, das ist unser Fernsehen. Das ist unser Fernsehen. Heißt JIT-TV, weil ich derjenige bin, der diese Dimension erkannt hat und Wächter bin. Oder derjenige, der arbeitet, damit niemand ausgeschlossen wird, damit es keine spezielle Richtung nimmt, damit in der Familie kein schwarzer Schaf oder schwarzes Kind ausgeschlossen wird. JIT-TV schließt nicht aus. Auch wenn viele dann beleidigt sind oder weggehen, weil ich jemanden nicht ausschließe. Ich sehe durch und ich sehe überall. Kurz durch und wow, und verliebe mich in alle Menschen, in alle Wesen. Und dann sagen sie deren Erfahrungen und nicht irgendein Kopfwissen. So, also, du bist auch eingeladen, meldest dich nicht. Naja, bin ich enttäuscht, vielleicht hast du E-Mail geschrieben. Kannst du auch E-Mail schreiben oder im Chat schreiben. Ist nicht schwierig, im Chat zu schreiben. Tippst einfach auch hier unten. Einfach hier tippen. Dann sehe, dann nach oben scrollen. Oben wird ein Nickname. Gib dir ein Nickname. Du musst dich nicht anmelden. Nix. Du musst nichts machen. Und du kannst jederzeit natürlich dein Nickname ändern. Also du kannst auch anonym schreiben oder anonym anrufen, wenn du nicht deinen Namen sagen willst. Stimme freut mich sehr. Sag's einfach, bevor ich laut stelle, dein Nickname oder Kosename oder was du einfach auch willst. So, soll ich weitermachen?
Okay, dann für unsere Familienkonferenz lade ich jetzt noch ein Ja, da ist jemand, der sich mit Technik beschäftigt und weiß nicht ganz. Ne? Ich denke schon, wenn du dich mit Technik beschäftigst, fühle, welche Verbindung es einfach auch gibt. Zum Beispiel Technik, ich habe gesehen heute die Erfahrung gemacht, Videospiele. Ne? Es werden nur Videospiele produziert, wo man gewinnt oder verliert, wo es mit Geld zu tun hat und mit dem Ego. Es gibt keine Videospiele, einfach wo man viel Spaß hat, wo es lustig ist, wo man Lust bekommt, Menschen kennenzulernen. Und vielleicht ist das einfach auch aus der Sicht der Technik ein gutes Thema für unsere Familienkonferenz. Das muss er erstmal setzen lassen. Was muss er setzen lassen? Okay, es ist 22 Uhr. Impuls oder kein Impuls? Also ich bin mit Andrea Interview einfach auch sehr zufrieden. Also sind wir entschlossen, Ende August dringlich dann von der Kamera aufgenommen zu sehen. Jeder wie er möchte. Wer nicht möchte, nicht. Ne? Also für viele ist einfach wichtig, Referenten, dass sie gesehen werden, dass deren einfach auch das, was sie einfach auch tun, weitergesendet wird, dass sie im Internet kommen. Wer nicht möchte, muss natürlich nicht. Nee, jeder kann entscheiden, ohne Kamera, inkognito. Und dann machen wir die Erfahrung, wie es ist inkognito. Nee, das haben wir auch viele Sachen jetzt gemacht, auch die letzte Zeit. Deswegen konnten wir nicht live senden, auch in Frankreich. Frankreich, erstmal möchte niemand vor der Kamera. Ne? Und privat. Und dafür hat sich richtig was Schönes entwickelt. Nee, Freiheit ist das Wichtigste. Deswegen mache ich das einfach auch so, damit Freiheit sich immens ausbreitet in der Welt. Okay, ich bin am Ende oder zufrieden. Möchte noch jemand was fragen, anrufen, ein Lied singen? Ein Tanz machen, lade ich dazu. Sonst gehen wir in eine Abschlussmeditation, die von irgendjemand geleitet wird. Wer möchte eine Abschlussmeditation leiten? Rufe an. Markus. Ja. Okay. Ja, die Zuschauer werden immer mehr und ich lade wirklich euch ein. Manche warten 2 Jahre, bis sie in Chat schreiben oder anrufen und ich
so garantiere ich schon, dass alles, was wir tun, einfach auch geschützt ist. Und ich tue das ja einfach auch seit Jahren, alle meine Freunde. Und haben schon 2.000 bis 4.000 Leute schon gemacht, über uns gesendet. Alles ist einfach auch in JTV gespeichert. Okay. Absolute höchste Wertschätzung an JTV. Dankeschön, Nasim Maus. Kostja, das kann ich bestätigen. Ich fühle mich auch pudelwohl hier. Traut euch nur. Ja, ist natürlich, für mich ist einfach so, dass mit der Individualität ist viel Missbrauch geschehen, oder geschieht einfach auch viel Missbrauch, und die meisten Menschen sind einfach auch schon misstrauisch, und deswegen für mich ist wichtig einfach diese Arbeit, was wir machen, weil wir in die andere Richtung gehen, damit die Menschen einfach auch wieder Vertrauen bekommen und wissen, in welche Bereiche sie einfach öffnen können oder sich zeigen können und welche einfach auch sie nur verkauft werden oder zu Zweck dem Missbrauch einfach auch dargestellt werden, was das normale Fernsehen einfach auch ist. Markus, lieber Jeet, bin heute ziemlich sauer. Immer wieder wehren sich Menschen und bombardieren einen mit Energien, die nicht so witzig sind. Das muss jetzt aufhören. Hat nichts mit euch zu tun. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber man kann diese Leute reinlegen, ne? Das heißt, man könnte das, was sie einfach, wenn jemand mit Energie bombardiert, kann man diese Energie, womit man einfach bombardiert wird, in der Mitte halten, so, die es kommt, festhalten. Die Energie bleibt in der Mitte, hält es einfach auch fest. Zack, kommt nicht an. Und drehst diese Energie einfach auch um und nimmst einfach auch die Kehrseite dieser Energie. Das heißt, wenn jemand kehrst das um und sagt, wow, Markus, ich traue mich nicht, aber ich sage es dir, du bist so toll und ich kann das nicht, aber ich bewundere dich, dass du das machst. Und ich werde nie wütend, dass ich das nicht kann. Ich schenke es dir einfach auch, diese Wertschätzung, die ich einfach auch habe. Das heißt, das, womit man bombardiert wird, während des Bombardierens festhalten, umdrehen und die Kehrseite einfach auch nehmen. Ja, und Dine fragt, tut mir leid für dich, woher weißt du, dass diese Energien von anderen kommen? Undine. Ja. Aliasira, ich bin heute einfach nur müde, mitten in Umzugsphase. Wow. Aliasira kommt nach Wittenberg. Markus, ich schenke, nehme nichts für das Geschenk, was ich tue. Und Menschen halten sich aber einen Punkt so fest und fließen nicht im Fluss der Liebe, die unendlich größer und weiter ist. Ja, ja, ein Geschenk zu bekommen ist ja eine Provokation, ne? Das erinnert, dass man selbst nicht in der Hand hat, ne? Es gibt nichts Schlimmeres. Es kommt jemand, schenkt dir was und du hast nichts in der Hand. Du hast nichts in der Hand. Du kannst dieser Person einfach auch nichts geben.
Am einfachsten ist dann einfach auch zu schießen. Aber wie gesagt, du kannst das. Sobald du einen Pfeil spürst oder bei dir schon angekommen ist, lass es zurückgehen. In der Mitte hältst du es an, drehst du den Spieß um und nimmst du die versteckte Wertschätzung dieser Mensch. Aha, du weißt noch, kennst du meine Stachel-Zirbeldrüse? Aha, okay. Stimmt, ja. Ja, ich denke, Markus, jetzt kennen wir alle, wenn du es erlaubst, dir alle bombardieren, wenn du willst, mit Energien, die witzig sind. Also ich würde das einfach auch jetzt umkehren. Vielleicht ist es wirklich witzig, was die Leute machen. Also, wenn du magst, bombardieren wir dich mit Energien, die witzig sind. Und da wirst du sagen, bitte nicht aufhören, es sei denn, du bist nicht kitzelig. So. Du weißt noch, kennst ja, ne? Indem du andere beschenkst, rennst du selber auch reichlich. Das ist gut für beide. Denn geben und nehmen. Aber das weißt du ja auch. Minerva, hallo, grüße dich. Wenn sie sich wehren, haben sie Angst. Okay, gerne. Okay, dann lade ich jetzt einfach auch alle ein, wie es Markus geschrieben hat. Wo ist das denn? Oh, oh, oh. Ah ja. So, ich lade jetzt ein, Markus mit witzigen Energien zu bombardieren. Und das darf nicht aufhören. Und es hat mit uns zu tun. Und dann, lieber Jeet, ich bin heute ziemlich lustig. Immer wieder bombardieren mich Menschen mit Energien, die sehr witzig sind. Und das hat alles mit euch zu tun. So, ich lade jetzt ein, Markus zu kitzeln und zu bombardieren mit witzigen Energien. Und wir wehren uns nicht. Jetzt. Ja, Markus ist kitzelig, jo, das wusste er nicht. Aber auf dieser Ebene ist es sehr kitzelig. Oi, 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 oi. Wenn es genug ist, Markus, sag's, weil ich glaube, da kommt schon viel auf dich zu, ne? Grrrr.
Die Füße, die Füße. Und in den Knien, ja, oh wow. Und innen weiß, wo man kitzelig ist. Und innen, das ist eine neue Kompetenz von dir. Mein Hund will deine Füße schleckern, Markus. Ui, 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 ui. Und der Bauch. Ihr seid verrückt. So der Hammer. Ja, wir sind verrückt, was abgeht. Am Hals, am Hals. Alle am Hals. Na, jeder woanders. So, das ist kosmisches Kitzeln. Suppi, suppi. Ich komme richtig ins Schwitzen. Ja, alles wird rausgeschwitzt. Sabine, hi, hi, hu, hu, ha, ha. Suppi, suppi. Ich gehe, mein Internet mag heute nicht, aber ich kitzel Markus noch einmal. Gute Nacht, ihr Lieben. Ihr seid so lieb zu mir. Ja, Markus, du hast uns diese Gelegenheit gegeben. Das finde ich toll. Okay, ich denke, ich möchte das einfach auch nicht so lang machen, damit viele sagen, ich warte noch bis zum Schluss, damit wir diese Sendungen einfach auch rund sind. Und okay, wenn jetzt kein Impuls die nächste 3 Sekunden kommt, dann das war's für heute. Die nächsten Tage sind wir da. Und. Ja? Moment mal. So, TV-Programm. Ich denke, das Interview mit Matthias werden wir nochmal machen. Am besten mit Webcam, das war sehr schön. Ich war ein bisschen behindert unterwegs. Ja, heute war Andrea. Dann stelle ich auf Kanal Energy, sind jetzt Thomas Kahl, Matthias Götze, Christa Kästner, Margit Strasser, Marianne Scherer, Brigitte Bechtold, Michael Schöffmann, Barbara Uda, Markus Lakanin, Erdenkraft. Also man braucht nur drauf zu klicken und man kommt einfach in diesen Kanal. Ne? So. Ab Montag. Montag ist, stellen wir Martina Lies vor, das mussten wir leider eben, haben wir einmal verschoben, schade, aber es kommt nach. Erstmal Danny Vermehren, 19.30 Uhr, dann 21 Uhr Martina Lies vor. Dann 21.30 Uhr haben wir Christian Schilling. Und Dienstag sind wir in Berlin. Und dann werden wir auch euch weitere Leute vorstellen. Okay, Dankeschön. Und bis morgen. In der Wiederholung. Ja, weil es jetzt durch Lachen, das ist schon, macht schon müde. Ne?
Oh, Markus nimmt uns alle im Bett. Bist du sicher, Markus? Markus, wenn du uns im Bett nimmst, dann geht's da weiter, ne? Okay, Markus will das Kitzeln die ganze Nacht. Na, na, die ganze Nacht, die ganze Nacht. Markus kitzeln. Okay. Also, die ganze Nacht. Markus kitzeln. So, mal gucken. Was zeige ich euch jetzt, wenn jemand Wünsche hat? Gerne. Ja, dann sage ich euch jetzt Undine, Humanity Team Undine, weil sie da ist als Wertschätzung. Ein Interview mit Undine und Humanity Team. Tschüss. Ich hole noch ein paar auf meine Seite. Was? Markus, was heißt das? Wollt ihr mich kitzeln oder wie? Ich bin kitzelig, ne? Okay. So, dann stoppen wir.